It's raining, man. Hallelujah. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Es regnet, das ist uns aber egal, denn wir haben uns erstmal hier einquartiert in einer Höhle. Und da sind wir am Start. Und Rudi ist dabei. Rudi, unser Freund aus den alten Let's Plays, taucht überall auf. Und ein bisschen eingerichtet habe ich es mir schon. Das Bett steht nicht. Bett steht nicht. Ist ja eh irrelevant, wenn wir uns erstmal hier rumtreiben. Ja, wollen wir das erstmal so lassen? Die Wohnung da könnten wir vielleicht so Rudi Empire hinmachen. Können wir das hier vielleicht noch ein Stück weit tiefer machen? So. Und dann so unten mit Wolle auslegen. Das wäre dann, sehe dann recht cool aus. Oder generell. Ne, obwohl unser Bett ist hier dann ganz gut positioniert. Also lassen wir das. Jetzt wollen wir ganz kurz noch die Steine ersetzen durch Holz. Das wollen wir noch tun. Damit es ein bisschen cool aussieht. So ein bisschen saunamäßig. Und es sieht dann deutlich besser aus. Immer weg mit dem Zeug. Blub, 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 blub. Erstmal Steine hinknallen. Warum ist denn der Radius so kurz? Also ich muss da ziemlich nah rangehen. Das war doch ein bisschen anders, oder? Oder will mich meine Maus einfach nur veräppeln? So, da. Abtragen der Blöcke. Die Erdblöcke, die da am Weg sind. Die können wir direkt ersetzen. Blub, 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 blub. Blub. Na, na, na. So. Noch sehr löchrig das Ganze. Auf jeden Fall. Mach doch schon mal... Oh, Fackeln gehen uns aus. Mach doch schon mal ein bisschen Licht, dass der mich immer wegschiebt. Das ist unser neues super Zuhause für... Also, die Abwehrbasis gegen Creeper oder so ähnlich. So, dann noch da wegmachen, ersetzen. Dann will ich euch nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen mit dem Loch und mit der Mine. Ich bin ja selbst gespannt, die ganzen Dinger aussehen. Haben wir ja ein Part 3 erkundet, also beziehungsweise gesehen. Und ich habe es auch nochmal in Part 4 gezeigt. Ich will jetzt nicht nochmal rauslaufen und es erneut zeigen. Oder wollen wir auf jeden Fall was machen? Ups, da hinten. Oh, da hinten. Blocken. Das geht nicht. Oder verdammt schlecht. Mal hier nicht sehr kommen, was? Ja. Eins, zwei. Das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier. Ja, macht dunkel, kein Problem. Oh ja, Höhlensound. Höllensound oder Höhlensound. Ist wohl dasselbe. Hier, Axt. Kollege. Mit der Axt geht's voran. So, das machen wir dann. So sieht's doch aus nach dem Motto, hier ist Rudi. Die kommt da ein bisschen zentraler. Ja, so ein bisschen symmetrisch. Ist dann schon cool. Ja, ja. Ich bin froh, wenn man nicht ganz allein ist, oder Rudi? Sonst schauen hier nur 10.000 Menschen zu. Das könnten wir direkt so ganz gut machen, weil hinter den ganzen Ofen und Kisten kommen wir ja dann nicht mehr ran. Deswegen mache ich das jetzt gleich mit. Bis dahin erstmal. Auch wenn man das kaum sieht, so will ich es doch erledigen. Blub, 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 blub. Hallo? Dann da, 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 da. Und da haben wir schon wieder einen 64er Stack weg. Der Stack ist weg. Jetzt haben wir wieder jede Menge Zeug. ich wollte eigentlich... Ah, egal. Ach so. LOL. Logik, Logik. So. Genau. Hektik bringt einen nicht weiter. Oder höchstens bedingt. So.
Ja, es schifft immer noch wie aus Kübeln, aus Eimern. Und auch Zombies und Creeper halten sich ein bisschen zurück. Die wollen natürlich auch mir die Chance geben, dass ich mich ein bisschen einrichten kann. Denn welcher Creeper, na ganz ehrlich, welcher Creeper zerstört schon gerne ein Haus, das gar nicht nach was aussieht. Also das muss schon gut eingerichtet sein, bevor da was gemacht wird. Geh aus dem Weg, sonst hast du gleich eine Spitzhacke im Hintern und glaub mir, du kannst dir Schöneres vorstellen. Und auch eingemauert willst du nicht werden. So. Gut. Unglaublich symmetrisch. Ja, das passt schon. Wie er da Platz nimmt. Ja, setz dich doch dahin. Nee, es geht gar nicht. Oder wollte er nicht. So. So weit, so gut, oder? Dann. Ja, es wird sich auch farbige Wolle empfehlen. So als Fußabtreter. Aber wir haben keine Blumen dergleichen eingesammelt, um den Farbstoff zu erstellen. Ich finde es süß, wie der Rudi da rummacht. Das verleiht dem Ganzen der simplen Bauerei hier doch noch ein bisschen mehr Charme. Ich schäme mich so. So. Hier, Charme und Charme, ihr wisst, was ich meine. So. Ach ja, egal. So, und die Tür von außen. Ich bin doch schon wieder da. Du gehst, es regnet hier. Wir gehen andermal Gassi, okay? Ist alles in Butter. Hast du eine Mutter? Hast du immer Butter? Was soll das denn hier? Kies! Krawel! So. Schon wieder verbaut. Ja, guck nicht so. Sei froh, dass ich die ganze Arbeit mache. Ich kann dir ja auch. Haben wir eine Axt? Die Axt im Wald, ey. So, so. Dann sind wir auch gleich fertig fürs Erste. Das sieht dann doch schon deutlich schöner aus. Können uns vielleicht mal dann später noch was einrichten mit Postern und mit Schildern und mit alles, was dazugehört. Vielleicht auch so ein Kürbis mit einer Fackel, genau. Sieht doch stylisch aus, warte mal. Ja, ich baue es mal das zu Ende, okay? Dann machen wir so einen Kürbis mit einer Fackel. Jack-O-Lantern oder wie es heißt. Ja, den Boden. Das müssen wir dann schon so machen. Den Gerätschaften. Den Boden unter den Füßen wegschlagen. Wer hat das schon gerne, aber mit Netz und doppeltem Boden geht das schon viel zu viele Redewendungen heute in diesem Part. Verzeiht. Genießt es mit mir ein wenig aufzubauen. Schaffen uns gerade ein großes Imperium, auch wenn es keiner glaubt. Also keins ist, aber es macht trotzdem Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Gell? Da, 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 da. So. Wenn es in Wirklichkeit so schnell gehen würde, was machst du denn? Der jammert. Hast du Angst oder so? Hä? Komm, hau mal ab da. Danke. Ist doch schön, wenn man sich versteht, oder? Warum ist es so durcheinander? Egal. Haben wir es dann? Die Decke fehlt noch. So. Ist doch mal was Neues. Das müsst ihr zugeben. Schreibt in die Kommentare. Das hat doch was. Hier so ein kleines Höhlchen aufzubauen. Ist was anderes als das übliche Häuslein. Und die Treppen. Sind zwar ganz nett, die Steintreppen und so. Wollen wir auch mal ganz genau sein und hier unten Holz hin machen. Wooden Planks. Hudi. Nicht immer in alle Löcher reinspringen. Sie können auch mal zurückbeißen. So. Ja. Da springt er. Warte, ich spring. Er freut sich, dass der Boden fertig geworden ist. Ja, ich weiß. Danke. Ach, das ist doch mit so Euphorie. Ey.
Warte, was soll ich machen? Geht das so einfach? Müsste ich mal schauen. Das geht und wie das geht. 16 Treppchen. Blöp. Blöp. Ja, das hat doch was. Das hat doch was. Was ich allerdings noch machen würde, ist hier hin. Und dann können wir da die Tür bisher das zusammen basteln. Wie ging das nochmal? Ich glaube, nur eine Fackel. Okay, wusste ich auch noch nicht so. Warte, Fackel. Wir haben keine Fackel mehr. Gleich Fackels. Aha. Reicht erstmal. Wir haben noch genug Kohle im Ofen, aber das würde ich auch eigentlich gerne da belassen. Lieber mehr Kohle suchen. Wir werden uns ja jetzt bald auf den Weg machen. So, wie ging das so? Ja. Nee, einer reicht schon. Das passt schon. Lapp. Hahaha. Das nenne ich doch ein Zuhause. Ich werde da noch hier mit Postern und all. Ah ja, geil. Was machen wir da? Ja, momentan haben wir da nichts, aber Rudi, gehst du da hin? Komm, geh mal. Ich schieb dich mal, warte. Ich schieb dich mal in dein Glück. Jetzt musst du aufstehen, geh ein bisschen. Geh. Rudi, geh. Ah, okay. Jetzt schieb ich dich hier rein und hier bleibst du. Komm ein bisschen raus, das sieht nicht gut aus, warte. Schieb. Aber nicht, Leute, dass ihr jetzt im Real Life mit euren Hunden so umgeht, ne? Schieb, da musst du hin. So. Es regnet immer noch, das trübt die Stimmung. Wow. Die Decke ist nicht so stabil, wie ich sehe. Werden wir uns direkt drum kümmern. So, uiuiui. Sind doch wirklich ein bisschen hoch. There's always a bigger fish, deswegen machen wir das da. Gleich, da ist ja nur noch die Schaufel gefragt und dann geht es rucki zucki. Ich freue mich, dass wir auch schon ein paar Edelmetalle haben, also deutlich mehr Eisen als das früher immer der Fall war. Oder das kommt mir nur so vor, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Momentan. Bislang. Da hätte es eigentlich nicht gebraucht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, eigentlich nicht, ne? Egal. Macht unsere Arbeit, genau. So. Noch ein 64er her. Ja. Manche Leute fragen sich vielleicht, warum es immer ein 64er Stack ist. Ja, das liegt halt irgendwie an den Bitzahlen oder so, ne? Also, der Computer verdoppelt es ja immer. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Auch daher das ganze Computer-Krams wie Nintendo 64, Commodore 64 und immer so weiter. 128, 246, 512, 1024, 2048 und dann habe ich keinen Bock mehr. So. Also immer die Zahl verdoppeln. Schön. Oh, da rieselt es schon ein bisschen durch. Aber wir bauen uns ja richtig schön. Eieiei. Aber du stehst ja am Trocknen. Du hast ja deine Schäfchen am Trocknen, ne? So. Blablabla. Ah, schon wieder Fehler. Aber gut. Welcher Mensch ist frei von Fehlern? Der werfe den ersten Stein. Verdammt, hört auf, Steine zu werfen. Es tut weh, verdammt, hört auf jetzt. Haben wir es jetzt? Wir haben es, glaube ich, jetzt fertig. Da bleiben keine Wünsche offen. Auf jeden Fall sicherlich sehr interessant. Rudi erstmal auf dem kühlen Erdboden. Das Bett, das werden wir noch positionieren. Ach, guck mal hier. Und zwar, ja, einfach hier, ne? Ja. Können wir direkt schlafen. Ich weiß ja nicht, ob Tag oder Nacht. So,
genug eingerichtet. Ich würde sagen, jetzt geht's ans Eingemachte. Sieht aber ganz okay aus. Ganz okay. Tja, Rudi, ich gehe dann mal, ne? Wollen wir uns ein bisschen wagen? Jetzt hört's auf zu regnen. Es helllicht der Tag. Vielleicht auf der Suche nach ein bisschen Kohle, damit wir noch ein paar mehr Laternen machen können. Also alles, was hier ist an Kohle und Eisen, schnapp ich mir direkt. Ich höre Skelette. Das wird kein Zuckerschlecken hier in der Mine. Aber wir kümmern uns drum, ja. Im nächsten Part. Uiuiui. Fackeln? Falsch. Fackeln haben wir noch ein bisschen, aber trotzdem. Oh mein Gott. Mein Gott. Sackgasse. Aber trotzdem gibt es hier einiges zu entdecken. Geh ich mal von außen, nicht verpassen, schaut den nächsten Part an. Ich freue mich drauf, Leute. Bis dann und ciao.